Die Leichenhalle ist voll, man hat es gesehen, ist ja nicht nur ein Etage gestapelt, sondern bis zu drei Etagen sind gestapelt. Hier sind dann auch, wie gesagt, viele Verstorbene reingekommen. Und damit nutzt man natürlich unseren Platz aus. Und von der Menge her sieht man, es ist einfach eine unwahrscheinliche Sterblichkeit. Also Corona ist einfach real. Menschlich, wie gesagt, ist es unser Geschäft. Wir leben mit dem Tod schon viele, viele Male. Das Problem, was wir eher sehen, das sind diese Angehörigen, die da so trauern. Die brauchen unsere Hilfe und da haben wir zurzeit einen größeren Bedarf an Worten, die wir zum Trost spenden müssen, weil die einfach ihren Verstorbenen an den Rettungsdienst übergeben und dann sehen sie nie wieder und erst in der Urne. Und das ist eigentlich das ganz große Problem, dass durch diese Trauerbewältigung nicht durchgeführt werden kann. Man kann denjenigen nicht bei dem Sterbeprozess begleiten. Im Vergleich zu den Grippewellen muss man einfach sagen, vermuten wir mal so aus unserer Lebenserfahrung heraus, die Corona-Sterblichkeit ist ungefähr 20 Mal so hoch wie bei einer Grippewelle. Bei den Corona-Verstorbenen, da haben wir uns ans Infektionsschutzgesetz zu halten. Und das heißt natürlich auch, dass wir die Verstorbenen in sogenannte Unfallhüllen erst einmal reinpacken und dann auch überführen dementsprechend. Schutzkleidung, Masken ist klar.